Hallo zusammen. Heute mal ein ganz spezielles Auto, ein Sportwagen. Bevor es losgeht, einfach mal ein bisschen auf einen wirken lassen. Der e-tron GT fällt auf. Also ich bin ja schon viele Elektroautos gefahren, auch viele Autos, wo die Leute sagen, hey, da dreht man sich um. Ist mir nie passiert. Bei dem ist es mir tatsächlich des Öfteren passiert, dass die Leute, egal am Auto oder am Straßenrand, sich danach umdrehen. Trotzdem ein paar praktische Details. Elektrische Heckklappe und was Schönes in der Seite Netze. Nicht allzu groß, also klar, bei so einem Sportwagen ist der Kofferraum jetzt nicht so das Hauptaugenmerk. Man kommt aber, glaube ich, mit zwei Personen durchaus unter. Keine Haken. Ich finde es immer sehr praktisch, solche Tütenhaken zu haben, weil man beim Einkaufen ja doch gelegentlich die eine oder andere Tüte mitnimmt. Hat er leider nicht. Steht schon breit da. Und die Felgen, ja, sehen auch ganz ordentlich aus. Sind, glaube ich, die Aerodynamikfelgen, aber es kennen die Spezialisten besser. Jetzt könnte ich sagen, das Auto ist auf mich eingestellt, aber es hat diese Komfortfunktion, dass man beim Aussteigen den Sitz zurückschiebt. Also ist der Sitz ein bisschen weiter zurück, aber man hat trotzdem Platz. Der fällt dann nach vorne. Man kommt nicht ganz drunter, aber Platz im Knie ist ausreichend. Der Blick nach vorne ist durch diese Sitzschalen sehr stark eingeschränkt. Also hinten hat man nicht so viel Spaß. Trotzdem, die Sitzhöhe ist okay. Also man könnte auch längere Strecken durchhalten. Wenn man größer ist, muss man sagen, kommt man an das Dach ran. Die Sitzigkeit ist, ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht optimal. Und der sonstige Eindruck hinten ist sehr gut. Also man sitzt bequem, es sieht auch alles sehr hochwertig aus. Man kann viel einstellen, die Sitze sind auch hinten sehr angenehm, zumindest die äußeren. Der mittlere Sitz ist eher ein Notsitz und hier das übliche Cupholder. Ich finde es immer schön, wenn es geschlossen ist, damit man die Arme auflegen kann. Man sieht auch schon ein bisschen die Spange vom Bang & Olufsen System. Der Sitz ist vielfältig verlängerbar, hat auch vorne eine elektrisch ausziehbare Oberschenkelauflage, was sehr praktisch ist. Also den Sitz konnte ich perfekt einstellen. Auch meine Füße haben in den Fußraum sehr gut reingepasst und die Lenksäule ist auch elektrisch verstellbar für die, die sowas gerne haben. Gibt also auch hier diese Option. Das Panoramadach war ein super Wetter. Schön groß, macht den Innenraum ein bisschen luftiger. Ich bräuchte es nicht, aber vielen gefällt es. Hier der Blick zurück, also schon eingeschränkt. Man könnte jetzt sagen Sportwagen typisch, aber auch da würde ich mir erwarten, ein bisschen mehr Aussicht. Der Blick ins Cockpit, typische Audi-Rundinstrumente. Auch die Lenkstockhebel sind typisch. Die Spiegel sind ausreichend groß. Die A-Säule ist okay, also steht ein bisschen durch die Form im Blickfeld, aber man kommt damit klar. Abgeflachtes Lenkrad, ich bin kein Freund davon, denn in vielen Situationen würde es dann mich ablenken. Die Verarbeitungsqualität war hervorragend, da hat nichts geklappert an dem Auto und auch die Ganzmaterialien haben sich für mich sehr angenehm angefühlt. Navigation wie von Audi typisch, also kennt man schon aus dem anderen e-tron. Im Gegensatz zu diesem hat er aber unten eine richtige Klimaregelung mit echten Tasten, was sehr angenehm ist und doch sehr einfach zu steuern. Ich bin Freund vom Tasten und der macht es relativ gut. Auch drunter viele Tasten. Was man hier jedoch schon sieht, diese Klavier-Lack-Optik ist eine Katastrophe. Verschmutzt auch ziemlich stark, aber ja, wer schön ist, muss leiden. Nein, da gibt es sicher andere Alternativen. Auch hier die Mediensteuerung, auch gut per Tasten. Gibt es hier auch. Hier die Racebox, die ich vorhin verwendet habe. Und dann hier noch eine kleine Ablage, auch hier mit USB-Anschlüssen drin. Also kein Mangel. Und drunter ist noch ein kleiner 12-Volt-Anschluss, wenn man das bräuchte. Auch hier die Sitze, hervorragend, guter Seitenhalt. Gurthöhenverstellung ist auch möglich
Und zu den Sitzen noch ein kleiner Hinweis, unbedingt Probesitzen, denn der ein oder andere könnte mit seinem Gestühl sozusagen vielleicht einen Engpass spüren. Also es wird ein bisschen eng, wenn man einen breiten Hintern hat, wollte ich damit sagen. Ja, Handschuhfach beleuchtet und gekühlt, soweit ich weiß, aber da bitte nicht festlegen, lieber den Hersteller fragen. Ich finde das Auto einfach klasse, die Optik gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, auch im anderen Video ist es ja mal direkt zu sehen mit Geräusch, hier 0 auf 100 oder 120, auf der Bundesstraße darf man 120 fahren. Also die Werksangabe wurde erfüllt, ich habe ja die Racebox dabei, wirklich die 4,1 Sekunden, also da muss man sich schon drauf einstellen. Also ich bin es nicht gewohnt, das ist schon sehr, sehr fordernd für den Körper, also nicht immer angenehm, aber wenn man sich drauf eingestellt hat, macht es dann durchaus Laune. So, hier so ein bisschen ein leichtes Kurvengeschlängel. Kommen wir zum Fahrwerk. Das Fahrwerk ist das bisher beste Fahrwerk in einem Elektrofahrzeug, sozusagen, was ich gefahren bin, wenn es um das Thema Sportlichkeit geht. Was heißt das? Also es heißt, das Auto hat wenig Wankneigungen in Kurven, auch in Wechselkurven. Das Auto ist sehr präzise zu fahren, auch mit unterschiedlichen Lastwechseln in der Kurve und auch, wie soll ich sagen, nicht so dieses SUV-typische. Ich fahre ja ein SUV und da merkt man auch in der Kurve, wie es einen nach außen trägt. Hier in dem Auto merkt man das hohe Gewicht von über 2 Tonnen überhaupt nicht. Ansonsten kann ich hier gleich mal so die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was zu dem Auto zu erzählen. Also es hat einen 93,4 Kilowattstunden Akku, kann mit über 260 kW geladen werden, also ist so ein 800 Volt System, hat 530 PS, soll 245 fahren und eine theoretische Reichweite von 420 Kilometer bieten. Ist ein Allrad natürlich und soweit ich weiß, hat es eine echte Zweigang-Schaltung, die man dann, wenn man den Launch-Modus hat, auch tatsächlich merkt. Das Auto ist knapp 5 Meter lang, fast 2 Meter breit und mit Spiegel sogar über 2,10 breit. Also da muss man auf der Autobahn dann immer vorsichtig sein. Dafür ist es sehr niedrig mit etwas über 1,40 und der Radstand ist 2,9 Meter. Das Gewicht sind nicht nur über 2 Tonnen, sondern es sind fast 2,4 Tonnen, 2350 Kilo. So kurz zum Display. Es ist knackscharf, es ist sehr gut abzulesen. Ich weiß, dass es auch in der Nacht gut ist, weil ich ein ähnliches in meinem Auto auch habe. Man kann es vielfältig einstellen und ich finde es nach wie vor hervorragend, dass es auch direkt vor einem ist. Das Auto hat auch ein Head-Up-Display, werde ich später dann auch noch zeigen im Video. Ich bin das Auto auf unterschiedlichen Straßen gefahren, also breite, gut ausgebaute, enge, kurvige, mit schlechter Oberfläche, mit guter Oberfläche und ich muss sagen, das Fahrwerk ist sehr gut. Was man hört, sind die Reifengeräusche, also er hat ja relativ dicke Reifen und die hört man innen, aber ansonsten ist das Auto sehr gut gedämmt. Windgeräusche wird man natürlich dann auch merken, aber sie sind nie aufdringlich, am ehesten eben die fetten Schlappen, die das Auto drauf hat. Es ist für einen Sportwagen ein sehr guter Kompromiss aus, ich sage es mal, sportlichem Fahrverhalten, aber trotzdem Komfort. Also man hat nie das Gefühl, irgendwie Bandscheiben schädigend unterwegs zu sein, ganz im Gegenteil. Die Sitze sind bequem, können dem einen oder anderen vielleicht zu eng sein. Nochmal der Hinweis, bitte unbedingt zur Probe fahren. Es lässt sich absolut präzise lenken, das Auto, und es macht einfach nur viel Spaß zu fahren. Also es ist ein Sportwagen aus meiner Sicht, der die Ansprüche eines Sportwagens erfüllt, ohne zu viel von einem an Kompromissen zu verlangen. Man kann damit auch zum Einkaufen fahren, ohne dass einem das Gebiss rausfällt. Auch wenn man es hier jetzt nicht so sieht, kann ich ein paar Worte zur Bedienung sagen. Also es hat die Audi-typische Bedienung mit Tasten am Lenkrad, mit Lenkstockhebeln für die Assistenzsysteme
Und ich komme sehr gut damit zurecht und ich finde es auch sehr hilfreich, weil man viele Dinge eben direkt per Klick, Druck oder einer entsprechenden Bewegung aktivieren oder deaktivieren kann. Beispiel Lane Assist, den man ja manchmal in Baustellen deaktivieren möchte. Kurzer Druck auf den einen Hebel und schon ist er deaktiviert. Beim Losfahren wird sie immer automatisch aktiviert, also einmal Motor aus, einmal an, habe ich immer Lane Assist aktiv, finde ich persönlich gut. Oder ich mache eben Taste nochmal und dann ist er auch wieder da. Also finde ich sehr gut, ich muss in keine Menüs machen, ich muss keine Sprachsteuerung nutzen. Also da muss ich sagen, finde ich die sicherste und am einfachsten zu lernende Variante. Man muss sich nicht umgewöhnen. Auch das Navigationssystem macht seine Sache gut, ist ja Google Maps dahinter. Es ist ein bisschen langsamer, also ich habe schon schnellere Systeme erlebt, aber Routenführung, Zielführung, die Reichweitenberechnung, Ladestoppsberechnung finde ich bei dem Auto sehr gut. Also ich übertrage es jetzt einfach mal von den Erfahrungen, die ich mit anderen Audi-Modellen habe, die ja auch dieses System eingebaut haben. Nochmal kurz zu der Übersichtlichkeit. Sie ist, ich sage es mal, systembedingt nicht optimal. Die Rückspiegel, da hat man einen guten Überblick. Die A-Säule sitzt ein bisschen breit im Blickfeld. Aber wie sieht es denn mit dem Schulterblick aus? Das sieht man eher wenig. Zum Glück hat das Auto einen Totwinkelwarner, der sehr gut ist. Also da muss man einfach sagen, konzeptbedingt hat das Auto hier ziemliche Einschränkungen. Hier sieht man jetzt das Head-Up-Display, gestochen scharf. Das Flackern liegt natürlich an der Aufnahme mit der GoPro. Man sieht die Routenführung, die ist jetzt hier nicht aktiv. Man sieht den Geschwindigkeitsbereich, den man fahren darf. Man sieht den Lane Assist. Man sieht sozusagen den Abstand von ACC, wenn er eingestellt ist. Und ist sehr gut abzulesen. Ich selber hatte bei meiner Sitzhöhe und der Sitzeinstellung ein bisschen das Thema, dass ich an die Grenze des sozusagen Sichtbereichs kam. Da ist dann die Symbolik aus dem Blickfeld gerutscht. Kann man vielleicht einstellen. So, hier zum Schluss der Verbrauch über die Probefahrt, die durchaus dynamisch war, 21,8 Kilowattstunden, finde ich einfach klasse für so einen Sportwagen. Ja, danke fürs Zuhören.